42 Hertz circa. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video möchte ich euch ein neues Subwoofer-Projekt vorstellen. Diesmal aber kein Subwoofer von mir, sondern von einem Kumpel, wo ich nur ein bisschen mitgewirkt habe bei der Berechnung und Simulation, bisschen meinen Senf dazu gegeben habe, aber eigentlich hat der das meiste davon gemacht, den Entwurf und sonstiges. Ja, was haben wir hier? Wir haben einen Doppel-12er Manifold Bandpass 6. Ordnung, wenn man das so nennen kann. Also dazu findet man nicht wirklich viel im Netz. Wieso wurde das Ganze gebaut? Zur Vorgeschichte. Der Kumpel hat sich die zwei Treiber geholt und die zwei Verstärker und wollte sich damit Lautsprecher nach Plänen aus dem Internet bauen. Zwei 12er Treiber, das waren die Lavoce oder Lavoce WAF 12401 mit 8 Ohm und die vertragen an die 1 oder 2 kW und dazu jeweils einen Sunway D11KD, also auch relativ leistungsstarke Einbauverstärker. Kurz gesagt wurden zwei Bassreflexgehäuse aus dem Netz nachgebaut und keiner der beiden hat so richtig überzeugt, weswegen sich dann dazu entschlossen wurde, ein eigenes Gehäuse zu konzipieren und zu bauen. Und dann ist mein Kumpel auf die 18 Sound Manifold Subs gestoßen. Da blende ich jetzt auch Bilder ein. Und da hat ihm das Design sehr gefallen, mir dann auch, weil die Lautsprecher so zur Geltung kommen oder zur Schau und man zusätzlich einen Bandpass hat. Dann haben wir sozusagen uns gedacht, okay, lass uns mal hier was dazu simulieren und zeichnen und sonst noch was. Dann haben wir uns zunächst getrennt voneinander hingesetzt und angefangen selber jeweils den Lautsprecher zu berechnen. Wir haben uns nur ungefähr auf das Volumen geeinigt, wie groß die Box insgesamt sein sollte und welches Frequenzband abgedeckt werden soll. Und dann hat man das Ganze zunächst einmal in Speakerbox Lite simuliert, da das Interface einfach angenehmer zu bedienen ist, sage ich mal, und da zum Beispiel eine Datenbank mit Lautsprechern oder Treibern direkt vorhanden ist und man da alles schön auf einem Fleck hat und das Ganze im Browser läuft. Deswegen hat man sich für Speakerbox Lite entschieden. Und danach habe ich das noch in WinESD zusätzlich nachgemessen, ob das dann so passt, was da gemessen wurde. Jetzt mal kurz zur Theorie und zur Planung des Gehäuses. Da es sich hierbei um einen Bandpass 6. Ordnung handelt, gibt es da ein paar Formen, die allseits bekannt sind eigentlich. Zum einen hier dieser klassische, dass es zwei Kammern gibt mit unterschiedlichem Volumen und unterschiedlichem Bassreflexrohr. Das ist so eine ziemlich bekannte Form, gibt auch andere Formen, wie man hier sieht. Und dann gibt es noch diese Form hier, den Free Chamber Dual Reflex Bandpass mit zwei Lautsprechern. Und wenn man sich dann von der Inspiration hier dieses Gehäuse hier anschaut von 18 Sound, dann sieht man, dass es hinten zwei getrennte Kammern hat und vorne eine gemeinsame Kammer. Im Prinzip wie hier jetzt auch zwei getrennte Kammern und eine gemeinsame. Und dann haben wir so gerechnet, und zwar die hinteren Kammern kann man wie gehabt einfach eingeben und berechnen, also diese Bassreflexrohre sozusagen. Und die vordere Kammer haben wir uns dann so überlegt, dass das Bassreflexrohr so eingestellt ist, wie diese Abmessungen hier sind. Also Rectangle Bassreflexport von diesen Abmessungen und dann halt das Volumen hierzu hin und her getweakt und angepasst, bis es alles gepasst hat. Also das ist dann im Prinzip die vordere Kammer. In Rot der Port. In Rot habe ich jetzt mal die Ports und in Blau mache ich mal die Kammern sozusagen. Und so viel dann zur Theorie, wie wir an das Ganze rangegangen sind. Und das Ganze kann man sich dann in Speakerbox Lite eingeben und simulieren. Und da zeige ich jetzt mal ein paar Simulationen, die sich ergeben haben. Da man jetzt wusste, was für ein Typ Gehäuse man entwerfen soll,
haben wir uns noch hier diese Grafik angeschaut. Hier sieht man die Messgrafik ohne Filter in Grau und dann Nachfilter in dunkelblau oder schwarz. So hat dann mein Kumpel auch geschaut, dass die Kurve ungefähr so aussieht wie hier, um das Ganze dann mit dem DSP rausfiltern zu können, um etwas Ähnliches wie hier hinzubekommen. Also nicht wundern, wieso so eine krasse Kurve in der Messung entsteht, wieso das so berechnet wurde. Es wurde sich einfach an dieser Zeichnung orientiert, mit dem Plan im Kopf, das Ganze dann über DSPs und Filter zu leveln, wie hier dargestellt. So, in Speakerbox Pro geht man dann her, wählt sich aus Database, Drivers kurz den Treiber aus, den man hat, wenn es den in der Datenbank gibt. Design Box, sagt man Multiple Speakers, zwei Stück. Und dann kann man hier Enclosure auswählen, Sixth Order Bandpass Parallel und hier die ganzen Parameter eingeben. Nach einigen Anpassungen und Rumspielen mit den Parametern bekommt man dann solch eine Kurve hier. Sieht sehr ähnlich aus wie von dem 18 Sound, so vom Verlauf her. Und das Ziel ist es dann von, hier sagen wir 44 Hertz knapp bis 100 Hertz, die ganze Kiste spielen zu lassen und den Rest abzuschneiden mit dem DSP in den Verstärkern bzw. bestimmte Frequenzen noch anzulupfen, falls es da Defizite gibt, um ein möglichst schönes, flaches Frequenzband zu erzielen, das dann auch schön klingt. So viel dann erstmal zur Theorie und jetzt geht's weiter. Ich möchte jetzt mal noch einen kleinen kurzen Bonus dranhängen. Und zwar kann sich natürlich die Frage stellen, wieso wurde sich jetzt dazu entschieden, einen Bandpass 6. Ordnung zu bauen, statt ein Bassreflexgehäuse. Dazu habe ich jetzt mal zwei Graphen plotten lassen. Einmal in grün der Graph von dem Bandpass, wie der jetzt gebaut wurde. Und einmal in rot der Graph von einem Bassreflexgehäuse mit denselben Parametern, heißt selbes Volumen und selbe Portlänge. Die Abstimmungsfrequenz bleibt gleich. Und da kann man mal gucken. Untenrum sind die beiden Plots nahezu identisch. Der rote Plot ist sogar etwas stärker, um 0,1, 0,2 dB. Dasselbe sehen wir auch hier in der Maximum SPL Grafik. Da haben wir auch eine Abweichung von unter einem dB, wobei der Bassreflex-Speaker dann lauter ist. Wenn man dann allerdings höher geht, langsam, kann man erkennen, dass insbesondere Richtung 100 Hz und noch weiter, aber in unserem Fall bis 100 Hz, bei 100 Hz, 101 Hz haben wir einen Unterschied von 4,6 dB in der Transferfunktion und hier haben wir einen Unterschied von 4,6 dB. Zwischen Bassreflex und Bandpass ungefähr 4,6, 4,4. Also man sieht, insbesondere oben rum kommt mehr Kickbass durch beim Bandpass und das war auch ein Grund, wieso man sich dazu entschieden hat, aber vielleicht noch mal interessant für die Leute zu sehen, die sich denken, wieso der ganze Aufwand mit Bandpass, wieso nicht gleich ein Bassreflex, aber da haben wir halt mehr beim Bandpass haben wir ein längeres Frequenzband, das wir nutzen können, ein lauteres Frequenzband und damit mehr arbeiten und manipulieren können dann im Equalizer. So viel dazu mal kurz. So, hier haben wir zwei Sunway Verstärker A1KW, D1, 1KD, jeweils an einem Treiber. Hier drinne ist La Voce WAF 124.1, glaube ich. Und hier das Mikrofon von Sonarworks Sound ID Reference, Focusrite Soundkarte. Ist hier jetzt foliert. Und Abstand circa 1 Meter. Und dann messen wir mal mit AudioNet Karma. Genau. Dann müssen wir erstmal Pegel einkalibrieren kurz und dann. Was ist das? Und nochmal.
Ja, passt. Also wir haben jetzt schon Filter drauf. Im DSP von den Verstärkern haben wir Filter eingestellt, die auf den Lautsprecher abgestimmt sind. Das kann man super testen im Karma-Programm. Genau, wie das davor aussah und wie das jetzt aussieht. Man kann live da einfach in dem Programm die erste Messung nehmen, Filter einstellen, die Filter 1 zu 1 übernehmen, einfach auf den DSP vom Verstärker, und dann hat man eine ziemlich flache Kurve. Und jetzt kommt mal die Messung. Nicht wundern, es hört bei 100 Hertz auf. Wenn man dann hier schaut, Bilder kann man da noch einblenden, sieht es dann doch ziemlich flat aus. Was haben wir hier? Also hier geht es bis 42 Hertz circa und hier bis 92, und dann wird es ziemlich steil abgeschnitten. Das ist vom Gehäuse selber, wird es relativ stark abgeschnitten. Das ist dann mit dem DSP gemacht. Und wir haben hier einen Sprung von, hier ist minus 1,7 dB und hier ist 0,3, also von 2 dB von 42 Hertz auf 92 circa. Und wenn wir hier mal gucken, F3, gehen wir mal auf minus 3,7 runter, liegt der F3 bei ca. 39 Hertz. Man merkt wirklich, dass es böse scheppert. Also der ganze Boden bebt, alles bebt. Je nach Musik geht es richtig ab. Und ja, das wäre es jetzt erstmal zur Messung. Messung von dem anderen ungefilterten wird auch noch eingeblendet. Ja. Und hier sehen wir direkt die erste Messung, komplett ohne Filter, ohne gar nichts, einmal offen gemessen. Es sei angemerkt, dass der Lautsprecher nicht bedämpft ist, weswegen wir hier oben ein paar Resonanzen haben. Ich stelle das mal nebeneinander. Na, das geht nicht so gut. Hier habe ich jetzt mal Simulation und Messung nebeneinander gestellt. Hier sehen wir zum einen das Maximum SPL. Kann man aber auch hier an der Transferfunktion schauen, und die Messung, die tatsächliche. Wenn man jetzt schaut, egal ob diese Grafik oder diese Grafik, erkennt man, dass der Globalverlauf doch ziemlich ähnlich ist, wobei die dB-Verhältnisse nicht ganz passen. Zum Beispiel hier hat man einen Sprung von 125 auf 132, also um knapp 7 dB. Hier sind es dann allerdings über 10. Es kann auch daran liegen, dass es DBR ist und hier eine andere dB-Skala. Wenn man dann hier zum Beispiel schaut, ich beginne erstmal hier links bei der Messung. Wenn ich hier hingehe bis zu dem Punkt, wo die Kurve anfängt abzusinken, dann bekomme ich 42 Hertz, knapp 42,3. Wenn ich das hier aber auf 42 setze, dann sieht man in der Simulation, dass es hier in der Simulation leiser gespielt wird. Wenn ich mir jetzt aber mal die obere Frequenz anschaue, zuerst einmal in der Messung, sieht man hier, dass man hier um die 130 Hertz hat in der Messung und in der Simulation jedoch 122 Hertz. 124, 122, bei der Transferfunktion auch so 124 rum. Das können wir uns nicht ganz genau erklären, wie das ist. Vermutlich könnte es könnte an falschen TSP-Parametern liegen, da zum Beispiel auch das Programm hier gemeckert hat, dass die TSPs nicht ganz plausibel seien. Zum anderen kann es auch daran liegen, wie die Box gebaut ist durch die Phasen, ob das nicht gescheit mit einberechnen kann oder sonstiges. Aber an sich obenrum ist eh nicht so schlimm, da das eh abgefiltert wird. Aber trotzdem mal interessant zu sehen, dass wir hier 130 gemessen haben, aber tatsächlich dann 120 Hertz haben. Also um ein paar Hertz haben wir eine Abweichung auf jeden Fall. Wenn man hier weiterschaut, haben wir hier einen ziemlich starken Dip in der Messung bei 381 Hertz. Hier allerdings ist der Dip
in der Simulation bei 300 knapp oder davor. Wenn man sich dann aber noch den Rest anschaut, wenn man sich den Rest mal anschaut, sieht man, dass die Kurven ziemlich ähnlich sind. Der erste Teil hier, dann der starke Dip und dann die zweite Überhöhung, sage ich mal, bei in der Messung 550 Hertz. Hier haben wir sie bei auch ziemlich derselben Frequenz, 530. Also liegt deutlich näher beieinander und dann flacht es hier ab. Also das hat es richtig berechnet, das interessiert eh nicht. Hier gibt es eine leichte Abweichung. Vielleicht weiß ja jemand, woran das liegt, sowie woran die Abweichung hier unten liegt, dass wir in der Messung F3 von 38,6 circa haben. Und hier eine F3 von, hier kann ich die F3 jetzt nicht genau sehen, aber eher Richtung 40 Hertz. Also wieso hier der Tiefgang stärker ist. Vielleicht hat da jemand ja eine Ahnung. Aber ansonsten eigentlich hat die Simulation und die Messung dann übereingestimmt. Und jetzt komme ich dann auch zur Befilterung mal. Das war die erste Messung. Dann sind wir hergegangen. Habe ich die Funktion entdeckt bei AudioNet Karma. Und zwar Equalizer anzeigen. Dann kann man hier sieht man Equalizer, der ist jetzt schon so eingestellt, wie wir ihn danach eingestellt hatten. Man kann hier die einzelnen Punkte nehmen, einstellen, was man für einen Filter haben möchte, Tiefpass, Hochpass, einen Glockenfilter genommen. Und dann kann man hier ein bisschen mit der Güte arbeiten, also mit dem Q-Faktor, mit der Frequenz. Und dann hat man sich hier so ein schönes Ding hier gezeichnet. Genau die Werte übernommen, einfach auf die DSPs von den Verstärkern. Mit dem Wert hier arbeiten, mit der Güte. Haben wir es auf jeden Fall so gemacht. Exakt die Werte von hier übernommen. Halt zusätzlich noch diesen Tiefpass. Und dann direkt im Anschluss nochmal die Messung durchgeführt. Zack, und dann haben wir das hier bekommen. Wirklich, also, dass es so, wie es hier sozusagen gezeichnet wurde, auch hier rüber gekommen ist, zum einen mit dem Runterziehen der oberen Frequenzen, zum anderen mit dem Anlupfen von den unteren Frequenzen, dass es dann so flach geworden ist. Also das ist echt geil in diesem Programm, dass man das direkt, wenn man ein gescheites Mikrofon hat, das einmal gescheit misst und dann im DSP genau die Werte eingibt, die man im EQ ermittelt hat. Ja, das wollte ich mal sagen zur Messung und zur Einstellung vom DSP. Also nochmal kurz zum Gehäuse selber. Wir haben hier ein Gehäuse, das selbst entwickelt wurde. Dabei handelt es sich um eine Inspiration vom 18 Sound Manifold Bandpass, der glaube mit 18 Zoll Treibern versehen ist. Und wir haben hier im Prinzip einen Bandpass sechster Ordnung. Untenrum ist auf knapp 43 Hertz abgestimmt, das wurde in der Messung verifiziert, und obenrum auf 130. Wenn man die Originalmessung sieht, sieht man auch die 130 Hertz, allerdings dann abgeschnitten und geglättet, dass man ein schönes Band von 42 bis 92 Hertz hat, und es scheppert auf jeden Fall. Zur Fertigung vom ganzen Gehäuse, also wie man hier sieht, ist das meiste aus USB gebaut, 15 mm. Nur die Schallwände sind aus Birke Eukalyptus Multiplex 15 mm. Einfach um das ein bisschen steifer zu machen. Und drinnen sind auch überall Versteifungen, also dass hier nichts vibriert. Und nach dem ersten Zusammenbau hat auch nichts gescheppert, nichts gepfiffen. Also alles wurde dicht zusammengebaut. Ab einer bestimmten Lautstärke hört man allerdings Port Noise, obwohl die hier abgerundet sind, innen auch. Das muss man noch ein bisschen rumtesten, ob man das rausbekommt. Und ab, würde ich sagen, 1,5 kW fängt es an ein bisschen. Also entweder haben die Verstärker irgendwann keinen Bock mehr, die Lautsprecher irgendwann keinen Bock mehr ab einer bestimmten Lautstärke, oder halt das Gehäuse. Aber ich denke eher Lautsprecher oder Verstärker fangen dann an, komische Geräusche von sich zu geben. Ist nicht ganz klipp, ist irgendwas, kann man nicht ganz beschreiben. Ja, ansonsten das Ding. Also das war, bis zur Messung
waren wir uns nicht sicher, ob das das ist, was man sich erhofft hat, aber jetzt sind alle Erwartungen erfüllt worden und man kann Party damit machen. Jetzt noch ein paar abschließende Worte. Also, dieses Experiment, nenne ich es mal, war ein voller Erfolg. Wir hatten nur eine leichte Abweichung von unseren Simulationen und unserem angestrebten Ergebnis. Ich würde sagen, obenrum vom Pegel her ähnelt es auf jeden Fall den TH15ern und dem TH12er. Untenrum jedoch gibt es fühlbar mehr Pegel, also alles unter 45 Hertz. Ein weiterer Punkt, der aufgefallen ist, ist, dass der Manifold-Bandpass nicht so gerichtet ist wie die Hörner. Der Abstrahlwinkel ist hier merkbar deutlich größer, also wenn man um den Sub herum geht, fällt der Pegel nicht so stark ab. Wenn man jetzt die beiden Subwoofer-Typen vergleicht, also TH12, TH15 im Vergleich zu diesem Bandpass, ist es insgesamt ein schwieriger Vergleich, da wir hier zwei 12 Zoll Tieftöner haben. Mit 9 mm X-Max jeweils und insgesamt vielleicht ein Power-Input von 1 bis 1,5 kW im Vergleich zu den Hörnern, wo wir vielleicht 400 Watt reindrücken können, gesund. Und ja, aber trotzdem ist es ein wirklich massives Ding geworden. Es kostet natürlich auch von den Bauteilen einiges mehr als die TH12er und TH15er. Bisschen schwierig zu vergleichen. Und nochmal zum Bau und zur Entwicklung von dem Ganzen. Ich habe mich vor allem bei der Entwicklung und der Simulation beteiligt. Den Zusammenbau, Zuschnitt, Zusägen und so weiter hat dann mein Kumpel zu 99% gemacht. Ich habe da nur ein bisschen meinen Senf dazu gegeben. Am Ende bin ich dann noch dazu gestoßen zu den Messungen und zu den Tests sowie den DSP-Equalizer-Abstimmungen. Insgesamt wirklich super Projekt geworden, echt top zufrieden, mein Kumpel denke ich auch zu 100%. Ich freue mich auf jeden Fall schon auf die Partys mit dieser Kiste und ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat dieses Projekt genauso gefallen wie mir. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, ciao.